Herr Mutzel, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen, nachdem ich letzte Woche im Urlaub war. Ja, und wieder mit Kaffee. Sehr gut, ja. Auf jeden Fall immer eine gute Idee. Du bist ja gerade frisch vom Training gekommen. Wie war denn das Abschlusstraining und allgemein die Trainingswoche? Ja, es ist eine kürzere Woche. Mhm. Ja, wir haben den Jungs dann am Dienstag ganz normal freigegeben, nachdem wir dann am Montag regenerativ bzw. halt Spielersatztraining hatten. Und am Mittwoch haben die Jungs sich schon ein bisschen schwer getan. Aber das ist meistens so nach dem freien Tag. Und heute war es schon wieder sehr, sehr gut. Also ja, das Spiel kann kommen. Das freut uns doch. Allerdings haben wir ja gehört, dass Mattes sich ja verletzt hat. Wie sieht da denn die Lage aus? Ja, Mattes hatte sich im Spiel gegen Halberstadt verletzt. Jetzt war die erste Diagnose nicht so positiv, nicht so schön. Aber ja, ist noch zu früh. Er ist jetzt gleich wieder im MRT und dann kann man vielleicht mehr dazu sagen. Ja, dann hoffen wir natürlich alles Gute für Mattes. Auf diesem Wege gute Besserung und wir hoffen natürlich auf ein positives Ergebnis. Jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Deine Familie ist ja zu Besuch, kommen morgen auch zum Spiel. Ja. Und ja, was macht ihr denn jetzt so in der Freizeit, wenn ihr in Berlin hier seid? Ja, für meine Kinder ist es immer schon sehr anstrengend auch. Ja? Die sitzen nicht so gerne im Auto und Berlin ist halt auch groß. Wenn du dann was unternehmen möchtest, wird schon viel gejammert. Aber im Großen und Ganzen geht man mal was essen, aber verbringt halt die Zeit zusammen. Und das gibt auch neue Kraft dann fürs Spiel morgen? Man wird sehen, ne? ob die drei Glück bringen. Ja, das hoffen wir doch. Was sagst du denn allgemein zum Gegner Babelsberg? Ja, schon. Ich glaube, dass Babelsberg mehr Punkte verdient hätte. Ja, und soll man nicht immer davon sprechen. Die aktuelle Situation ist, glaube ich, nicht so angenehm, gerade weil der Kader halt auch gut ist, ein guter Coach dort ist. Mit Hoffi und Tino halt auch zwei Ex-Spieler dabei sind. Also ich glaube, das wird ein ganz heißer Tanz, das wird ein sehr intensives Spiel. Dann können wir uns ja jetzt schon auf morgen freuen. Wir haben ja morgen auch einen Aktionsspieltag. Unsere Hautfarbe ist himmelblau. Wir sagen Nein zu Rassismus. Da noch ein kleiner Hinweis, wir spenden 1 Euro an die Amadeo-Antonio-Stiftung von jedem Ticket. Also wir freuen uns, wenn ihr uns beim Spiel unterstützen kommt. Und dann wünschen wir euch natürlich ganz viel Glück und wir freuen uns auf morgen. Ja, danke schön.